Hallo, liebe Zuschauerfreunde, und willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time, dem zweiten Part vom Grande Finale. Und wieder mit dabei ist der Zeitmeister Alex. Hocherfreut. So, wir sehen jetzt gerade unseren Link dabei Steine wegschmeißen, um den Weg sich zu der Fee zu bannen. So, im letzten Part hast du doch die Titanhandschuhe erhalten. So sieht's aus. Denn damit können wir jetzt diesen großen Stein da mit viel Skill heben. Okay. Lesen? Doch nicht lesen. Hochheben. Hat jetzt da wirklich Fragezeichen? Ja. Lol. Und irgendwer ist gerade auf Skype online. Und das wird mir jetzt gerade unten wunderbar angezeigt und flimmert gerade immer so schön. Ja. So, wenn das jetzt nicht gleich aufhört, werde ich einen kurzen Cut machen. Aber ich glaube, es hat aufgehört. Ich sollte vielleicht auch mal auf beschäftigt umschalten, wäre auch nicht schlecht, aber okay. Wäre wirklich nicht schlecht. So, aber ist ja auch egal. Jetzt sind wir hier bei der letzten Feenquelle des Spiels. Also genießt nochmal diesen letzten schönen Moment. Die letzten. Ihre eckigen Piepbacken mal richtig zu bestaunen. Wer sie vermisst hat, kann sie in meinen anderen Parts nochmal anschauen. Betrachten. Ich oder du? Ja, ich. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Immer und immer wieder. Früher gab es da solche großen Feen gar nicht. Nee. Ich glaube, die kamen erst in Ocarina of Time dann wirklich dazu. Und yay, wie ihr sehen könnt, sehen jetzt unsere Herzen genauso belämmert aus wie in Majora's Mask. What? Ja, das ist... Majora's Mask ist mir egal. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Wer hätte es gedacht? Damn. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir jetzt ab nur noch halb so viel Schaden zu. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Ich massiere dir dann. So, da geht sie weg. Okay. So, Link immer noch benebelt vor seiner Erregung. Geht der mal draußen. So, bist du, glaube ich, gerüstet für den letzten Teil des letzten Dungeons. Alles fertig, 100%. Jetzt nur noch Ganondorf besiegen. Ja. Also, ja. Ich hoffe mal, dass der Part jetzt nicht zu lang wird. Ja. Jetzt erwarten uns noch 3 Siegelräume. Und ja, weiter geht's mit dem Feuerraum. So, und das sind wieder meine beiden Freunde, die uns mal wieder schön anstarren und uns dann Arsch fast verbrennen. Und ja, weiter geht's jetzt mit dem Feuersiegel. Der meiner Meinung nach einfach ein bisschen übertrieben ist. Wir werden sehen. So, wir haben auch schon die Feuerrüstung an, das trifft sich sehr gut. Und ich bin als nächstes wieder mit dem Synchronisieren dran. Stimmt, ja. Und ja, so, wie bereits beim Waldsiegel dürfen wir hier 100 Rubine, genau, 100 Rubine. Aber, uiuiui. Die silbernen Rubine einsammeln. So. Ui. Oh, nein! Fuck! Uff. Zum Glück schleudert das sie nicht weg. das wär's noch. So, warum trage ich überhaupt die Gleitstiefel? Weil das Ding, diese Plattform da geht unter, wenn man nicht die Gleitstiefel anhat. Das wäre sehr unangenehm.
So, hier brauchen wir wieder unsere schönen Titanium-Handschuhe. Weil unter dem Stein auch ein Rubin versteckt ist. Und wo Link den Stein hinwerft, auch dort ein Rubin ist. Wie er genau weiß, wo er das Ding hinwerfen muss. Perfekt in die Mitte. Boah. Und jetzt ist er enttäuscht, weil es kein perfekter 90-Grad-Winkel ist. Nochmal werfen, nochmal werfen. Ich hatte den Mut, da mit dem Enterhaken zu hinzufliegen und du weißt ja, wie es ausgegangen ist. Ich kann's mir denken. Boah, ich habe mir selber eine Ohrfeige gegeben, warum ich das gemacht habe. Aber egal, so. Diese Stelle hasst sich einfach. Die ich auch, weil jetzt wird's gleich etwas buggy, da man da nicht so richtig raufkommt. Genau das da. Jetzt sieht alles von vorne. Boah. Das liebe ich einfach so. Aber ich muss die Steine nicht mal einsammeln, also die Rubine. Nicht mehr? Nö, das ist eben der Vorteil, wenn du alle eingesammelt hast. Aha, also ich hatte es immer als erstes gemacht. Oh. Jetzt gibt das sich gleich nochmal eine Ohrfeige. Okay, dann hätten wir das Feuersiegel auch so gut wie abgeschlossen, weil mehr Räume gibt es hier nicht. Und ja. Ich darf gleich mal wieder synchronisieren und ich darf zum ersten Mal sogar hier bei den Siegeln einen Mann synchronisieren. Das ist doch geil. Und das Witzige, yeah. Ich durfte ihn schon mal synchronisieren bei Mr. David LPS. Weil da habe ich mit ihm auch das Feuersiegel gemacht und ich ziehe jetzt mal die bekifften Gleitstiefel aus. Ja, roter Strom. Was ist rot? Wirklich einem High machen. Im wörtlichen Sinne. So. So, kaputt. Butsch. Hey, Bro. Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. Ist schon klar, ne? Yo, Bro. Ganz auf mich verlassen. So. So. Eigentlich wollte ich ja beim Finale die grüne Rüstung tragen, aber ich finde, die rote Rüstung passt so geil zum Spielgeschild. Da will ich gar nicht die grüne Rüstung anziehen. Echt, echt. Also ich finde die blaue Rüstung passt sehr zu den goldigen Handschuhen irgendwie. Finde ich irgendwie. Also es ist schon Geschmacks. Also ich möchte jetzt nicht sagen, nee, blau steht ihm viel besser. Nee, das ist jeder Geschmackssache. Also ich hätte es gerne blau, weil blau meine Lieblingsfarbe ist. Nee, ich würde. Für mich ist es einfach bloß so, eigentlich ist auch meine Lieblingsfarbe eher grün. Und sie passt eigentlich sehr gut zum Link, aber. Der streitet sich einfach so sehr mit dem Dings, Spiegelschild und ich muss jetzt wirklich mal einen Cut machen, weil das nervt echt, dass dauernd auf Skype mir gemeldet wird, wer online ist, also einen kurzen Cut. So, weiter geht's. Und ja, jetzt brauche ich trotzdem mal das Auge der Wahrheit. Denn bevor ich, mein Niveau ist so sehr sinke, dass jeder Charakter nach meinen Mode-Ausgaben bekleidet ist, also lieber nicht, so. So, du gehst drauf. Und ich glaube, zwei Eisfallen waren hier versteckt. Drei. Keine Ahnung, du einfach mal alles öffnen. Ich glaub, ja, genau. So, aber nur hier ist das Item drin, was wir brauchen. Richtig. Ein kleiner Schlüssel. So. Das war eine Falle. Nein, das sind 5 Rubine. Das hier war eine Falle. Ja, ich hatte recht. Das sind so lustige Truhen, die einfach so lustig Eis auf Link schmeißen. So, ist da flüssig Sauerstoff drin oder warum kommt da Eis raus? Keiner. Und noch eins. Dabei muss es doch angenehm sein, wenn da mal ein bisschen eisiger Atem ist. Bestimmt, es gibt 3. Der andere war auch einer, glaube ich. Ja. Und noch eine Eispfeile. LOL. Lolz. Okay, gehen wir weiter, bevor wir hier noch eineisen. Und da kannst jetzt du auch mal sagen, findest du das Rätsel hier irgendwie sinnlos? Boah, das ist das Sinnfreiste, das ich je gesehen habe. Ein Raum, man muss... Ich hatte gedacht, hier wäre etwas versteckt einfach. Also ich finde diesen Raum so irgendwie... nutzlos. Ja, schon irgendwie. Es frisst einfach die Zeit einfach, so.
So, das ist mein Hassraum. Persönlich vom Lichtsiegel. Den kann ich gar nicht leiden. Lichtsiegel ist auch irgendwie das längste, findest du nicht auch? Ja, glaub... Nein, das Wüstensiegel ist, glaube ich, das längste, finde ich. Naja, jeder sieht's anders. Dreh die Kamera. Ach, das liebt man so, wenn die Kamera an einem Ort stecken bleibt und man hat keine andere Wahl, als einfach das zu tun, was man sieht. Falsche Richtung. Ah, echt noch eine. Ja, ich hab's geschafft. Die Zeit läuft ja weiter. Fuck. Nein, noch deine. Fick dich. Huh, so. So, was ist hier? Das ist gar nichts. Aha, aha. Komm her, komm her, komm her, komm her. Brav. Und jetzt gehst du drauf. So. Ja, das ist auch so ein Verarscheraum. Mit dem Auge der Wahrheit lässt sich das natürlich lösen. So. Daher ist ein Geheimnis. Ich bin eigentlich so ziemlich schnell drauf gekommen, weil ich dachte mir, ja, verarschen kann ich mich selber. Dazu brauche ich nicht Nintendo. So. Und gelb. Ja, jetzt haben wir ihm den normalen Strom abgezopft und er ist dran mit synchronisieren. Zum letzten Mal. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Bitte? Okay, und wieder zurück. Hui. So. So, jetzt noch den letzten Siegelraum. Den Schwachstrom, glaube ich. Nee, so ungefähr. Sparstrom. Genau. Dass da das Siegel um den Teufelsturm noch bestehen kann, ist echt beeindruckend. So, also, letztes Siegel. Greenpeace ist vernichtet. Der Blaustrom ist vernichtet. Alles ist vernichtet, außer Sparstrom. Den hat er noch. So. Erstmal den Typen hier wegmachen. Hallo! Oh! Hallo! Boom, boom! Wie oft denn noch? 30 Bomben später und boom! Also ich persönlich finde diesen Raum nicht so, so... Sim Opfer ein voll Leben. Dann einfach die... Ja, also... Mach ich auch jemand, statt die Statue einfach zu schieben, renne ich einfach rein, also... Also töten kann sie ja mich nicht, oder? Also. So, noch den letzten... Ja! Ich lebe noch! Episch! Was macht ein Feuergegner im Geist? Bei Geistsiegel? Das macht mich auch. Der im Geisttempel war ja auch drin. Also. Naja. Was soll's. Und ich darf zum Schluss noch eine Frau synchronisieren, auch geil. So. Jetzt kommt das sinnloseste Item des ganzen Spiels auch nochmal zum Einsatz. Wir haben es bisher nie gebraucht, aber jetzt brauchen wir es ein einziges Mal. Diese sinnlosen Viecher, Krabbelminen. Also ich finde es schade, weil man sie nicht mehr benutzen konnte. Denn 50 Stück und man braucht sie nur für diesen. So, irgendeine wird schon treffen. Ja! Schmeiß einfach mal eine ganze Armada hinten rein. Direkt mal die ganze Wand raus. So. So, der letzte Raum. Oh, ich kann mich erinnern, Master Quest. Oh, ich habe mich so verarschen lassen. Was ist passiert? Weißt du, wo die wahre Sonne war? Wo? Hinter dem Siegel. Hinter dem Siegel? Ja, hinter diesem Zeichen da. Oh, ja. Man konnte nur so die kleinen Spitzen sehen, aber darauf zu kommen, dass dahinter wirklich etwas ist, Alter. So, nicht wegfliegen. Ja, aber ich erinnere mich gerade. So, steckt das Scheißding weg. Ja, das, ich habe gleich die richtige getroffen. Geil. So, bei der anderen musste man alle machen, denn da gab es noch einen Schlüssel zu holen. Nein. Oder meinst du jetzt Master Quest? Master Quest, ja, es gab dann noch einen Schlüssel zu holen, um etwas anderes zu öffnen. Ach, keine Ahnung, das ist so lange her. Naja, auf jeden Fall, bei den anderen Händen kämen jetzt hier beim normalen Spiel nur Fake-Hände raus, die uns krapschen wollen, bekrapschen wollen und dann zum Eingang zurücktragen.
Am falschen Eingang sogar. Ich habe mich auch dort verabschiedet. Ich kam zum Licht rein herein, obwohl ich wusste, dass es genau das Sandsiegel war, aber... What the fuck? Naboru! Mein Großvater hat mit mir das Spiel gespielt und er hat das einfach mal gelacht. Das Siegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleine. Die hat dich so immer einen noch... abgelacht, dass ich dachte, es wäre das Sandsiegel einfach. Sogar das, mein Großvater, es spielt auch Zelda. Er hat eine Nintendo 64 zu Hause und es spielt immer noch. Ich hab auch ein Nintendo 64 und das Originalspiel. Lol. So, Sparstrom. Ausgeschaltet. Ja. Ganons Strom ist abgezapft. Komplett. So, das Siegel wird jetzt gebrochen. Jetzt kannst du in den Teufelsturm hin. Tja, ihr könnt euch auch schon mal vom Alex verabschieden. Das wird jetzt nämlich hier so die letzten Momente mit ihm sein. Danach kommt nämlich das Grand Finale. Das mache ich komplett alleine. Und ich wünsche da Glück. Und werde dann mal gucken, wie du dich schlägst da hier. Ich bin auch gespannt, wie ich mich schlagen werde. Also, im nächsten Part das Grande Finale. Bis dann und ciao.